Mein Name ist Christoph Schnicko-Plöger. Wir sind hier in Ehlersdorf. Es liegt in Schleswig-Holstein, Ostseeküste. Wir betreiben hier ein landwirtschaftliches Wohnunternehmen mit einer Betriebsfläche von gut 1000 Hektar. Wir haben uns für zwei John Deere T670 entschieden. Die Gründe dafür sind zum einen das gute Preis-Leistungs-Verhältnis, was wir bei der Maschine haben. Das zweite ist, dass die Maschine, so wie sie konzipiert ist, für uns vielseitiger einsetzbar ist. Wir sehen den T670 ein bisschen als Hybrid zwischen einem Rotormähdrescher und einem Standard-Schüttler-Mähdrescher. Vier Trommeln, die er hat und die dadurch erheblich höhere Abscheidefläche, können wir an das Leistungsniveau eines vergleichbaren Rotormähdreschers rankommen. Wir haben eine innerbetriebliche Entfernung von 38 Kilometern und sind von daher sehr froh, dass die Maschinen 40 km/h laufen, sodass wir sehr zügig und angenehm zwischen den Betrieben hin und her setzen können. Mein Name ist Stefan Ralf und fahre einen von den zwei T670, die wir in diesem Jahr neu einsetzen. Ich komme die letzten Jahre von einer Rotormaschine und bin schon positiv überrascht, wie die Schüttlermaschine mit diesen Bedingungen fertig wird. Die Umstellung der Maschine auf verschiedene Früchte geht extrem leicht. Dadurch, dass wir die Voreinstellungen nutzen können im System und die Maschine dieses automatische Reinigungssystem hat, sind wir, was die rechtzeitigen Komponenten angeht, in der Umstellung extrem schnell. Das Vorteil des Dreschsystems sind die vier Trommeln. Dadurch, dass er den Gutfluss einmal über Kopf wendet, haben wir nicht das Problem, dass wir uns die Maschine zufahren. Im Grundsatz sieht das sehr gut aus, das ist sehr sauber gedroschen. Die Siebe machen eine hervorragende Arbeit. Das Premium Flow Schneidwerk sorgt für eine sehr gute Beschickung des Mähdreschers und erhöht dadurch die Leistung der Maschine. Der Vorteil der T-Serie ist, dass die einzelnen Komponenten sind so aufeinander abgestimmt, dass wir ein gleichmäßiges Druschbild, Wechselbild und gleichzeitig bodenschonende Befahrung hinbekommen. Wir haben trotz des grünen und relativ feuchten Strohs keine Probleme, das Stroh komplett auf 9 Meter und sogar weiter zu verteilen. Der Schüttler ist hier natürlich dem Rotor insoweit überlegen, dass er mit den feuchten Beständen wesentlich besser mithalten kann und kann dieses feuchte Stroh einfach besser verarbeiten und kompensieren. Wir sind durch starke Bestände gefahren, wir sind durch stehendes Getreide gefahren, wir sind durch Lagergetreide gefahren, wir sind durch grüne Senken gefahren und überall konnten wir sehr gut arbeiten und zügig vorankommen. Wir dreschen momentan mit einem deutlich unter 2% Besatz, mit einem nicht vorhandenen Bruchkornanteil. Das Niveau dieser Schüttlermaschine entspricht den Rotormaschinen. Da kann dieser Schüttler ganz locker mithalten, ob es jetzt der Einzug ist, ob es jetzt die Verarbeitung ist in der Maschine, ob es die reinen Körner im Korntank sind und anschließend einfach die Häckselqualität. Das ist schon eine schöne Geschichte. Zum einen hat es wieder mal riesen Spaß gemacht, so eine neue Maschine einzufahren. War ja absolut ein Neuland. Ja, ist einfach schön. Die Druschleistung des T670 ist vergleichbar mit dem Rotor, den ich damals hatte, der 580. Nach dem Erntejahr 2019 bin ich mit dem T670 sehr zufrieden, hat sehr viel Spaß gemacht. Wie wir hier gerade sehen, ziehen wir hier unsere letzten Bahnen. Wenn wir noch durch sind, dann haben wir 1000 Hektar Betriebsfläche abgedroschen.